Hi aus Pai. Ich bin hier seit vorgestern und ich habe hier so wirklich einen richtig coolen Platz gefunden in Pai. Es war ein Zufall, dass hier so ein kleiner Ort, Paisen River Jam heißt es. Und es ist hier direkt am Fluss und hier kann man auch mit dem Zelt schlafen. Ich schlafe jetzt hier drin in so einem Sechser-Dorm. Das da ist mein Bett. Also noch andere Leute. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Matratzen sind super bequem. Ich habe noch nie in einem Dorm so eine fette Matratze gehabt. Das ist wirklich richtig geil. Normalerweise hast du so eine kleine, so eine streichholzdicke Matratze, aber hier hast du wirklich richtig fette Matratzen. Das ist richtig schön zum Schlafen. Ja, und wenn man hier rausgeht, dann sieht das so aus. Tür quietscht ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist es richtig geil. Da zelten die Leute auch oder man kann sich ja auch einen Bungalow nehmen. Aber es ist auf jeden Fall geil. Es ist direkt hier vor den Bergen und am Fluss. Ja, heute ist ja sogar noch so ein kleines Festival. Das war richtig geil, weil ich bin hier angekommen und da wurde dann direkt gefragt, ob wir zum Festival kommen wollen. Es kostet nur 120 Baht und die spielen da, glaube ich, so Techno-Music vor allem, ein bisschen Deep House. Und es soll richtig geil werden, also freue ich mich cool. Weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon, seit ich in Thailand bin, unbedingt noch an ein Festival gehen. Das hat sich leider nie ergeben und jetzt ist es so per Zufall genau hier, findet dann genau so ein Festival statt. Da freue ich mich echt drauf. Thank you.
Wir kommen jetzt gerade vom Pool und es war richtig schön. Es war heute richtig heiß nach ein paar verregneten Tagen. Und jetzt war das eigentlich so eine richtig geile Erfrischung gerade an diesem Pool hier in Peis. So wie eigentlich ein kleiner öffentlicher Pool, wo du normalerweise 60 Platz hast, was eigentlich eh schon nicht so viel ist. Aber wir hatten das Glück, dass wir, weil wir in unserem Hostel übernachten, dass wir da vom Hostel aus gratis rein dürfen. Das ist richtig geil. Ja, und jetzt gehen wir zurück zum Hostel und kaufen uns dann nachher auf dem Markt ein bisschen was ein. Und machen dann noch so für mich, für meinen letzten Abend, so ein kleines Barbecue. Und ja, freue ich mich schon mal drauf. Und morgen gehe ich dann um 7 Uhr morgens muss ich raus und gehe dann auf den Bus. Und ja, dann geht es dann weiter zur nächsten Station. Laos wartet. Da ist unser Hostel. Direkt am Fluss, richtig geil.